So, heute will ich einen Teil von dem Blätterteig aufarbeiten, den ich vor gut 1,5 Monaten eingefroren habe. Und wie ihr seht, habe ich den gut in Frischhaltefolie eingepackt, so damit er nicht austrocknen kann durch das Eingefrieren. Und er ist rundherum schön trocken, so wie es sein soll. Und der wird jetzt ganz genauso ausgerollt wie frisch. Den habe ich am Tag zuvor im Kühlschrank auftauen lassen. Und der wird jetzt ausgerollt. Pro Gepäckstück etwa 50, höchstens 60 Gramm, je nachdem, wie groß man es haben will. Und für quadratische Stückchen pro Stück 10 bis 11 Zentimeter ausrollen. Also das sind 300 Gramm Teig, gibt 6 Stück. Ich habe jetzt 33 mal 22 ausgerollt und den Rand glatt schneiden. Die Abschnitte, die brauchen wir noch. Die kann man auch dann zum restlichen Teig, der noch eingefroren ist, dazugeben. Der kommt dann später. Und ich habe jetzt vor, Früchte aufzulegen, beziehungsweise Marmelade. Und deswegen gebe ich jetzt eine etwas Kuchenbrösel dazu in die Mitte, die dann die Feuchtigkeit etwas aufsaugen. Und hier habe ich Aprikosenmarmelade und zuvor 3 Schnitten Pfirsiche. Und hier, das ist eine Orangenmarmelade, die englische, die schmeckt sehr fein, ist zwar etwas sehr teuer, aber ein wirklich feines Aroma. Und dann habe ich noch hier Amarenokirschen aus dem Glas im Zucker eingelegt, mit Wasser anfeuchten, leicht, und dann einfach überklappen zum Dreieck, und hier machen wir eine Tasche. Gut mit Wasser beträufeln und Abfälle, die Schnitten obendrauf. Eine Tasche muss auch geschlossen werden, braucht einen Verschluss. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Auch zu den Pfirsichen noch Amarenokirsche dazu. Die schmeckt sehr fein. Wasser auf das Blech, auf das Backpapier und dann die Gepäckstücke auflegen. Nochmals mit Wasser oder mit Eisstreiche bestreichen. Dabei achten, dass die Schnittstelle nicht zugestrichen wird, sonst kann der Blätterteig nicht aufgehen. Um etwa 20 Minuten bei 200 Grad Oberhitze, Unterhitze backen. Blätterteig muss immer heiß gebacken werden, weil sonst die Butter auslaufen kann. Normalerweise wird jetzt der Blätterteig mit Aprikosenmarmelade bestrichen und dann mit einer Zuckerglasur. Das mache ich heute nicht, weil der Kaffee schon wartet. Nur etwas Zuckerglasur und fertig. Und lauwarm schmeckt es wirklich am besten. Ja, dann wünsche ich euch noch gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.